Mit den Betzold-Zauberkarten können die Kinder selbstständig das Kopfrechnen üben. Und zwar geht es hier um die Addition und Subtraktion bis 20. Das Ganze ist relativ einfach. Auf den verschiedenen Karten hier stehen Aufgaben. Also hier zum Beispiel 16 plus 4 minus 0. Das Ergebnis hinten ist in einer anderen Farbe abgedruckt, also hier jetzt in Gelb. Wenn man auf diese Karte nun diese rote Zauberkarte legt, so verschwindet das Ergebnis. Das heißt, die Kinder können sich die Karte so ansehen, im Kopf die Lösungen ausrechnen und dann ganz einfach und schnell kontrollieren, ob ihre Lösung auch die richtige ist.